versuchen, wirklich ratzfatz Käsekuchen. Also, ganz einfach. Wir haben hier oder Zucker 30 Gramm hier rein. Mehl 30 Gramm hier rein. Puderzucker 15 Gramm hier rein. Butter 20 Gramm hier rein. Frischkäse 100 Gramm. Sahne 70 Gramm hier rein. Zitrone 8 Gramm. Das habe ich natürlich falsch stehen. Da muss ich noch umdrehen. Limettensaft. Limettensaft. Und dann haben wir Zitronenabrieb. So, hier auf. Runter. Und dann nimmt man seine Eier. Am besten eine Schale. Ist das jetzt ohne Schale? Ja, das ist ohne Schale. Sicher? Ja, das ist keine Schale. Wenn das durch das Ding hier durchfallen lässt, dann kriegt er meistens schon kaputt. Und dann zumachen. Fertig. That's it. Wow. Okay. Ja, das ist... Ist aber nett gemischt. Das ist der Trick an der ganzen Käsekuchenaktion hier. Ich weiß nicht, ob das die so, ich weiß nicht, ob das die so gemacht haben. Das ist nach meiner Gusto-Geschichte. So, und dann kann man das nämlich hier rausnehmen. Mit dem Spaten meinst du? Mit dem Spateln. Mit dem Spottels. Vermischen. Ja, aber nur ganz leicht. Also, es darf nicht aggressiv geschlagen werden oder so. Mhm. Weil da hat das Ei nämlich mehr Treibkraft. Okay. Treibt es sich mehr rum. Treibt es sich mehr rum. So, das war's. Dann kommt das hier rüber. Das kommt weg. Dann brauchen wir eine Auflaufform, Muffinform. Dann brauchen wir ein bisschen Backpapier. Das machen wir nass. Was gemacht? Warum ich es nass mache? Ja. Ich es nass mache, ist das ein bisschen. Reinmachen. Ah, okay. Richtig. Eicher, genau. Und dann machen wir uns da vier Stückchen raus. Und dann kommt das hier rein. Und vor allem, wenn es halt nass ist, dann verbrennt es nicht so schnell. Das ist mehr als Trick 17. Das ist ein Trick 17, 14, 34, 34. Backofen vorheizen. 250 Grad. Man kriegt so vier Käsekuchen aus der Masse raus, oder was? So vier kleine Käsekügelchen müssen das sein, oder? Also perfekt, wenn man so Freunde da hat. Corona-Treffen. Corona-Treffen. Los. Jetzt kommt das da schon reingegossen. Ja, der eine Freund, der kriegt da ein bisschen weniger ab, oder? Ich glaube nicht ganz so viel, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber... So, einmal kurz Luft raus. So, als oberstes Einschüble. Ja, klein. Der Ofen ist halt so groß. Komm in meiner Welt. Falsch, der Spanier, der hat keinen... geilen Ofen gehabt, glaube ich. Deswegen wird es so braun alles. Ja, deswegen, Mensch. Der hat bestimmt den gleichen Ofen gemacht, wo auch den Fisch gemacht hat. Das kann sein. Weil dann ist mal Fisch geschmeckt. Nein, aber wenn du so einen Jostofen hast, der hat 300 Grad, schiebst das Ding da rein. Okay. Der stellt es dann bestimmt in den Wasserbad. Wie wir sehen. So, wie ihr hört, ich mache nochmal eine neue Version, weil... Also ich mache nochmal eine Version, weil die Temperatur war zu heiß, glaube ich. Ich will es halt euch einfacher machen. Oh, ist geil. Das ist gerade vielleicht ein bisschen zu viel. Ich mache jetzt nochmal eins und das mache ich dann bei 180 und dann vielleicht 20 Minuten. 180, 20 Minuten? Was haltet ihr davon? Das sind die nicht so aggressiv. Oh, geil, Mann. Ihr seid zu aggressiv gewesen.
Also vielleicht muss man ihn 20, 25 Minuten auf 160 Grad backen. Die Konsistenz ist genau die gleiche. Das Styling her ist der ein bisschen, also ich finde, es ist ein total geiler Käsekuchen. So Leute, letzten Endes sind sie schon geil. Wir lassen das jetzt so, wie es ist, aber sie sind halt nicht so wie auf Gran Canaria. Also ich bin auch kein Bäcker oder Konditor oder Patissier, deswegen, das ist auch hier kein Back-Channel. Backen. Ich kann nicht backen einfach. Schatz, du kannst schon backen, Alter. Die Dinger sind schon fucking geil. Ja, schmecken tun sie richtig geil, aber sie sehen halt nicht so aus wie dort. Ja, du bist halt ein Perfektionist. Du willst halt, dass es dann genau so ist, wie das, was du probiert und gegessen hast. Und das sieht halt nicht so aus, Leute. Das sieht halt nicht so aus. Das ist halt ein bisschen Kitchen Impossible gewesen halt. Ja, genau. Ja, schon an die Dinger hier, weißt du? So ist ja nett. Die sind ja auch brutal. Von der Konsistenz, wie gesagt, sind sie auch so. Ja. Aber... Die müssen warm sein. Nee, das ist von gestern jetzt halt. Aber ist okay, jetzt kann ja auch jeder wissen, dass ich darüber nachgedacht habe und das hat mich ja einfach nicht losgelassen. Deswegen wollte ich es jetzt nochmal machen, aber ja, die hat gesagt, mach es halt nochmal. Ja, es ist also nicht heute. Ich denke darüber nach und ich mache vielleicht nochmal irgendwann ein Video. Jetzt mal ganz ehrlich, oder? Das ist doch Schwachsinn, das jetzt nochmal zu machen. Das hat genauso geschmeckt wie vorher auch. Schmeckt brutal, ne? Das ist absoluter Käsekuchen, das jetzt nochmal nachzukochen. Käsekuchen? Ja, zu backen. Also gut. Dann gibt es ein anderes Video demnächst.